Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Und als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land. Und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld, zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen. Aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen. Und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen. Und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger, holt Schuhe und zieht sie ihm an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot. Und nun lebt er wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und so begannen sie ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten sollte. Der Knecht antwortete: Dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, sagte: So viele Jahre schon diene ich dir. Und niemals habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Doch niemals hast du mir auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat. Da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern,
denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden. Eine der bekanntesten Geschichten. Eine tragische Geschichte. Eine tragische Geschichte, weil es um tiefe Sehnsucht geht, die nicht erfüllt wird. Und wir Menschen dann oft andere Wege suchen. Nicht immer die Hoffnung bleibt, sondern manchmal die Frustration, die Enttäuschung kommt, vielleicht auch die Wut. Und da sind diese zwei Söhne. Ich habe diese Predigt mal einen ganz anderen Fokus gegeben, als wir es vielleicht sonst gewohnt sind. Wir haben heute den Teens Day und die Eltern hier. Und ich habe den Titel mal so benannt. Party beim Vati. Party beim Vati. Also ich glaube, dass ganz oft Jugendliche, wenn sie an Party denken, nicht an Kirche denken. Vielleicht auch gar nicht an Glauben und vielleicht auch nicht an all das, was mit Religion zu tun hat. Und vielleicht hat der eine Sohn auch gedacht, Mensch, irgendwie ist es hier, da fehlt mir was. Irgendwie hat er geglaubt, er kriegt woanders mehr als bei seinem Vater. Vielleicht mehr Freiheit, mehr Freude. Und ich weiß auch nicht, die Brüder, die scheinen ja am Ende, merkt man ja schon, nicht so das beste Verhältnis gehabt zu haben. Vielleicht war es am Anfang auch schon so ein bisschen so, dass die Erwartungen unterschiedlich waren, dass sie sich oft gestritten haben. Man weiß es gar nicht. Das ist auch gar nicht der Grund. Der Fokus ist hier beim Vater und welches Bild er hat. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es auch euch manchmal so, vielleicht wie hier, dass ihr am liebsten das Tor zum Himmel geöffnet haben möchtet in eurer Welt, die Stadt da. Und dass wir uns sehen nach Leben, Nähe, Freiheit, Liebe und Heilung, Freunde, Freude und Freunde. All das, wonach wir uns sehen, ist so zerbrechlich auch. Vielleicht haben wir es. Und hier und da ist es dann mal schwierig. Und es ist nicht perfekt. Es ist nicht auf dieser Welt so, dass wir sagen, Mensch, hey, das ist voll schon da. All das, was wir im Lobpreis gesungen haben, diese große Sehnsucht, die Freude auch und auch die Begeisterung davon, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, erleben manchmal junge Leute, und ihr Eltern kennen das, diese Ambivalenz vielleicht von den Jugendlichen, dass bei ihnen der Funke nicht rüberspringt. So, dass wir manchmal von einem Sieg am Kreuz reden und immer noch das Leben leben wie eine Niederlage. Und ja, vielleicht müssen die jungen Leute auch mal lernen, dass man auch im Leben leiden darf, dass es auch schwierige Phasen gibt, dass es nicht alles leicht ist. Und dieser Sohn hat an einem Punkt gesagt, naja, also ich glaube, ich bin woanders besser dran. Und alle Eltern, die das vielleicht kennen von Teenagern oder jünger oder später mit den Kindern, die vielleicht dann auch sagen, hey, ich möchte damit nichts zu tun haben, oder noch schlimmer, ich möchte mit euch vielleicht nichts mehr zu tun haben. Boah, das trifft die Eltern. Ich weiß nicht, ob ihr dann so gehandelt habt wie der Vater in dieser Geschichte. Und das ist ein beeindruckendes Vorbild. Jesus spricht hier davon, dass es Gott ist, der dann plötzlich nicht sagt, hey, eigentlich kannst du hier jetzt nicht gehen. Und ich finde es auch ziemlich respektlos, was du hier gerade machst. Du willst das Erbe und sagst mir damit, dass ich tot für dich bin. Jetzt streiten wir erstmal. Was sagst du mir da? Kriegst du erstmal noch vielleicht einen drauf? Oder jetzt ich weiß nicht, wie ihr umgegangen wärt. Wütend, zornig, enttäuscht, ob es Streit gegeben hätte. Und das... Da horchen vielleicht die Jünger, die jetzt diese Geschichte hören, das erste Mal auf und merken, boah, der Vater gibt ihm das Erbe. Er gibt es ihm in aller Freiheit und lässt ihn ziehen. Und was wäre gewesen, wenn er
nicht in eine Hungersnot gekommen wäre, wenn er das Geld nicht verprasst hätte. Es wird jetzt so, die Geschichte deutet ja so darauf hin, dass der Sohn zurückkommen musste, so ungefähr. An einer Stelle hat man so das Gefühl, dass er so eine Art Bekehrung erlebt, wo er bei den Schweinen landet und man das Gefühl hat, ah, er entschuldigt sich und will zu seinem Vater zurück und ihm tut es total leid. Also ich lese die Geschichte ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, dass er sagt, Mensch, boah, den Knechten meines Vaters ging es sogar besser als mir hier. Wäre ich wenigstens jetzt noch Knecht? Also nach dem Motto, er denkt immer noch an sich und was besser für ihn wäre und weiß, oh, wenn ich da wenigstens arbeiten könnte, würde ich hier nicht bei den Schweinen liegen, hätte genug Essen, hätte eine Wohnung und jetzt, wo ich eh nichts mehr habe, das wäre besser als gar nichts. Ich glaube, dass unsere Vorstellung, unser Bild vom Vater, wie Gott ist, uns total prägt, wie wir leben. Wie oft dieser Sohn daneben lag, kannte er seinen Vater vielleicht noch nicht richtig. Er musste wahrscheinlich diese Erlebnisse machen, damit er ihn mehr und mehr kennenlernt und hat seinen Vater komplett falsch eingeschätzt. Das erste Mal, das zweite Mal. Und er geht zurück und bereitet auf dem Rückweg seine Entschuldigungsrede vor. Vater, ich habe gegen dich und das ganze Haus gesündigt. Und das ganze Haus meinte die ganze Familie, die ganze Sippe und die ganze Gruppe, die wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr diese Familiengeflechte aus solchen Kulturen kennt, da bist du ein Ausgestoßener. Wenn du so deinen Vater behandelst und das ihn für tot erklärst, also du hast das Recht eigentlich sogar in dieser Zeit gehabt, wenn er wiederkommen würde, sogar als Knecht diesen jungen Mann zu steinigen, ihn gar nicht reinzulassen, ihn gar nicht durchkommen zu lassen zum Vater. So, wer bist du, dass du es wagst, auch noch wiederzukommen? Also das ganze Haus hat diese Respektlosigkeit erlebt und deswegen weiß der Sohn, er muss sich nicht nur beim Vater entschuldigen, sondern bei allen. Und dann kommt er und der Vater hält täglich Ausschau. Und das, was dort auch unüblich ist, unüblich, dass der Vater anfängt zu rennen und ihr habt das Gewand gesehen, das sieht ein bisschen komisch aus, wenn man mit solchen Gewändern rennt und den Sohn umarmt. Jesus erzählt eine Geschichte vom Vater, wo der Vater gegen alle Sitten verstößt, die üblich gewesen sind. Gegen alle Regeln, die eigentlich angedacht wären. Also, wir hätten wahrscheinlich mit diesem Mann, wenn er Teil unserer Kirche wäre, ein ernstes Wort geredet. Wie lächerlich er sich doch macht. Dass er seinen Respekt jetzt erst recht verliert. Was er denn da macht mit seinem Sohn, ob er sich auf der Nase rumspringen lässt. Wir hätten wahrscheinlich Gott die Leviten gelesen. Und so ein bisschen versucht es ja nachher der zweite Sohn, der zu Hause geblieben ist mit seinen Mitteln. Sehnsucht kann zu Schmerz führen, zu Streit, zur Enttäuschung, zur Niedergeschlagenheit. Aber sie kann auch eine ganz andere Kraft entfalten. Und Jesus erzählt diese Geschichte, weil er von unserer Sehnsucht weiß. Er weiß davon und möchte das Gute da drin zum Vorschein bringen. Er glaubt daran, dass wir von ihm lernen können. Er glaubt daran, dass wir andere nicht aufgeben, egal was sie gemacht haben. Und so ist es dem Vater egal, was die anderen Leute über ihn denken. Er läuft an dieser Frau vorbei, die ihn anguckt und denkt, was läuft der jetzt hier? Was macht der da? Und schüttelt nur den Kopf und lässt seinen Sohn gar nicht ausreden. Vater, ich habe gegen dich. Zack. Vielleicht denken wir jetzt an dieser Stelle, ja, es klingt wie ein Hollywood-Film, es klingt wie ein Musical mit Happy End und es ist nicht die Wirklichkeit. Und so oft denke ich bei solchen Filmen, wenn ich das mit Freunden sehe, oh, das ist die Wirklichkeit, das ist die Geschichte, die die Bibel uns erzählt von Gott. So sieht Gott dich und mich an. Wo wir uns vielleicht abschreiben würden oder andere, gibt Gott nicht auf. Er glaubt an uns.
Und es ist dann nicht so, dass er ihn zurückholt, einfach nur wieder als Sohn annimmt, sondern die großen Insignien, den Siegelring, den Umhang, all das gibt er dem Sohn wieder und gibt ihm alle Macht zurück, Sohn zu sein. Und dann wird gefeiert. Ganz kurz ist diese Geschichte, die Party ist so mini kurz im Fokus, die hört damit auf und wir sagen, ja, es wird gefeiert und bei einer Taufe feiern wir auch. Und eigentlich erzählt die Geschichte die Verwunderung Gottes darüber, warum wir die ganze Zeit nicht feiern. Weil der Sohn, der verwundert zurückkommt und sich denkt, ja, was ist denn jetzt hier los? Sich nicht nur darüber beschwert, dass er alles wieder zurückbekommen hat, sondern dann einen Satz raushaut und sagt, Mensch, ich war doch die ganze Zeit treu, ich habe alles für dich getan, ich hab dir gedient, ich habe deinen Erwartungen entsprochen, aber nicht einmal hast du mir und meinen Freunden es ermöglicht, so ein Fest zu feiern. An dieser Stelle fällt ja noch etwas auf. Gott lässt beide Söhne sein. Er lässt beide Söhne sein, so wie sie sind. Er greift bei dem Ersten, der geht nicht ein. Er zeigt ihm, wie lieb er ihn hat, aber er lässt es zu. Der andere, der da bleibt, der hat auch seinen Plan, wie er sein Leben lebt. Aber Gott sagt ihm auch nicht, Mensch, mach es doch so oder mach es doch so oder mach es doch anders. Sondern er lässt ihm die ganze Verantwortung. Und sagt, Mensch, du hast alles, was meines ist, ist dein und gestalte es. Und vielleicht hat das auch etwas mit dem Grund zu tun, warum der erste Sohn gegangen ist. Wie oft streiten wir uns darüber, wie etwas zu sein hat? Wie wir den Glauben leben? Wie oft hätten die Jungs sich jetzt gestritten, wie man beim Vater zu Hause lebt? Das klingt ja fast nach den beiden Schwestern, Maria und Martha. Die eine, die die ganze Zeit bei Jesus ist und zuhört und die andere, die in der Küche schuftet und sich dann beschwert, du hilfst mir hier gar nicht. Kannst du mir nicht helfen? Wir alle leben unseren Glauben total unterschiedlich. Und jetzt sagt Jesus zu diesem Sohn, der sagt, Mensch, du hast es mir nicht einmal ermöglicht. Er sagt, hey, du bist mein Sohn. All das, was mir gehört, gehört dir. Und die Geschichte endet. Man weiß nicht, wie der Sohn damit umgegangen ist. Man weiß nicht, wie die beiden Söhne miteinander umgegangen sind. Und interessant bei dem Video, und das fand ich schön, man sah Jesus, wie er das seinen Jüngern erzählt. Und man weiß nicht, wie sie es aufgenommen haben. Selbst wir, die das jedes Mal lesen, und merken, an bestimmten Stellen sind wir berührt, sind wir getroffen, wissen wir nicht, wie unsere Geschichte weitergeht. Wir wünschen uns vielleicht etwas zu verändern in unserem Leben. Sagen, boah, das ist so gut, dass ich ein Kind Gottes bin und ich will meinen Glauben lebendig gestalten. Und dann merken wir, wie schwierig es doch wird. In der eigenen Familie, in der Gemeinde, auf der Arbeit, dass wir nicht perfekt sind. Genau dafür ist diese Geschichte geschrieben. Wir brauchen nicht das Ende unserer Geschichte zu wissen. Wichtig ist, dass wir das Ende der Geschichte vom Vater wissen. Wer der Vater ist. Geht nicht. Genau. Und ich glaube, dass wir vielleicht unser Bild von Gott immer wieder neu malen müssen. Und vielleicht denken einige darüber nach, hä, das ist uns aber verboten. Ein Bild von Gott zu haben, das steht schon in den 10 Geboten, hab kein Bild von Gott, mach dir kein Bild, noch irgendein Gleichnis, weder im Himmel noch auf Erden.
Und da müssen wir lernen, dass damit nicht gemeint ist, eine Vorstellung von Gott zu haben. Die hatten die Juden jede Menge. Egal, ob er als eine Henne beschrieben wird, die sich um ihre Küken kümmert, also eine weibliche Person, mütterliche Bezüge auf Gott gemacht werden, ob die Braut und der Bräutigam, ob der Retter, ob der König, der Friedefürst. Egal, welche Bilder wir so von Gott haben, sie entscheiden darüber, wie wir die Geschichte zu Ende malen. Und warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, dass unsere Geschichte gar nicht die wichtige ist, sondern Gottes Geschichte? Ich könnte mir Sorgen machen über jeden Schritt. Ich könnte vielleicht sogar das zerbrechen und ihr auch über Sachen, die zerbrochen sind, Schmerzen in der Familie, bei den Freunden, wenn der eigene Sohn geht, wenn die eigene Tochter geht. Und hier abzugeben, ist nicht leicht. Ich glaube nicht, dass es für den Vater leicht war, seinen Sohn gehen zu lassen, ihn ziehen zu lassen. Er hat ihn geliebt und sein Herz war zerbrochen. Aber welche andere Möglichkeit hätte er gehabt, um seinen Sohn zu zeigen, wie sehr er ihn liebt? Welche andere Möglichkeit? Welche andere Möglichkeit hätte er gehabt, als der Sohn zurückkommt, ihm zu zeigen, dass er ihn liebt, indem er ihn erstmal komplett annimmt? Und ich weiß, darin sind wir alle nicht gut. Wenn ich streite, hole ich auch erstmal die Vorwürfe heraus, die Sachen, die schlecht gelaufen sind und merke, dass das überhaupt gar nichts bringt. Vielleicht streiten wir alle so und Gott zeigt uns, Mensch, darauf kommt es nicht an. Heilung kann ja nur passieren, wenn die Wunde nicht weiter aufgerissen wird. Und es geht nicht darum, sie zuzudecken, es geht darum, Heilung zuzulassen, Frieden zuzulassen und selbst Friedensstifter zu sein. Und hier holt uns Jesus in die Verantwortung. Diese Geschichte holt die Jünger in die Verantwortung. Er sagt, ich glaube an euch, dass ihr den Vater nachahmen könnt. Ich glaube, dass ihr das könnt. Dass wenn ihr das erlebt, wie Gott mit euch umgeht, dass ihr auch untereinander so umgehen könnt. Und deswegen kommt der Vater immer wieder raus. Der Sohn, der will nicht reingehen, der will nicht mitmachen, der ist total wütend, dass der andere da seine Party hat und er nicht. Aber der Vater bricht die Party nicht ab. Er hört nicht auf. Der Vater kommt raus zum Sohn, zeigt ihm, wie viel Liebe er hat und lässt ihn dann ziehen. Den Sohn, der da ist. Ganz oft habe ich dieses Bild so über Gott. Party beim Vati. Dieses Bild zeigt mir, dass wir den größten Sieg erklommen haben. Dass Jesus den größten Sieg gewonnen hat. Wir haben es eben gesungen. Die Sünde und der Tod hat keine Macht mehr. Kraft schon. Kraft hat die Sünde und hat der Tod. Und das merken wir auch. Aber keine Macht mehr. Sie hat nicht die Macht, dass der Tod das letzte Wort hat. Sie hat nicht die Macht, dass die Sünde das letzte Wort hat. Das Kreuz zeigt uns, dass wir was zu feiern haben, dass wir uns freuen können, dass Gottesdienst gefeiert werden kann. Dass Jugendliche nicht nur, wenn sie irgendwo rausgehen, Spaß und Freude erleben, sondern mitten unter uns. Dort, wie wir miteinander umgehen, dass sie merken, wow, das ist richtig gut, das tut mir richtig gut. Hier werden Spiele gespielt, hier wird gequatscht, hier wird Kaffee getrunken, hier wird das Leben geteilt. Und es wird nicht geknausert. Die Tiere, die da sind, die darf man benutzen. Das klingt jetzt so doof, ne? Die darf man auch essen, ja? Das Lamm darf geschlachtet werden. Das Huhn darf gegessen werden. Geköpft klingt jetzt alles ein bisschen brutal. Es darf auch für all die das nicht wollen, so das schöne Gemüse gebraten werden.
Und jetzt sind wir wieder bei diesen Themen. Was macht man und was nicht? Und Jesus macht uns deutlich, Leute, so wie du mit Gott feiern möchtest, mach es. Und jede Feier, die einlädt und offen ist, ist eine Feier, die keinen Druck macht, sondern die gut tut. Wenn wir Sehnsüchte haben, zu wem kommen wir? Zu wem kommen wir, dass wir sie stillen lassen? Wir kommen nicht in die Kirche, um sie stillen zu lassen. Wir kommen vielleicht davon, vom Vater zu hören in die Kirche. Wir kommen dahin, weil wir uns treffen wollen und austauschen wollen im Bibelgespräch. Aber wir kommen erstmal direkt zum Vater. Und er zeigt uns, wie weit das Leben ist. Und für all die, die eine schwierige Zeit haben, da wird der Vater der Tröster sein. Und die Geschwister werden die sein, die sie mittragen. Es ist beides möglich im Hause des Vaters, in seiner Familie. Da ist ein Sehnen tief in mir. Da ist eine Sehnsucht, die in dir drin ist. Und die Frage ist, wie sie herauskommt, was das mit uns macht, wohin sie uns führt. Lass das Gute deiner Sehnsucht zum Vorschein kommen, weil dein Vater hat es hineingelegt. All das Gute, was da ist, bring es heraus und es wird Früchte tragen. So oft entscheiden wir uns vielleicht für die schwierigen Sachen und Gott sagt, hey, ich kenne dich. Dein Leben darf auch mal wütend und frustrierend sein und du darfst dich auch mal bei mir auskotzen. Aber dann möchte ich dich heben und dir den Blick zeigen zu dem, was gemacht ist, zu dem, was ich in dir glaube. Und ich möchte deine Sehnsucht stillen. Von diesem Lied hören wir jetzt und wir singen es wahrscheinlich auch mit. Lasst uns beten und dazu aufstehen. Unser Vater, wir stehen hier, weil wir daran glauben, dass du unsere Sehnsucht stillen kannst. Manchmal verlieren wir vielleicht auch die Hoffnung, haben diese Momente und wir danken dir, wenn wir diese Bilder sehen, die du selbst erzählt hast, dass du das aushalten kannst. Dass du die Sehnsucht nach uns niemals aufgibst und dass du an uns glaubst, an das Gute in uns, an das, was wir durch dich vollbringen können, dass wir so viel Schönes leben können. Du glaubst daran, dass wir nicht nur deine Kinder sind, sondern dass wir wertvoll sind. Dass es jeder verdient hat, nicht nur zu leben, sondern erfüllt zu leben. Du glaubst an Frieden, der gelingen kann in unserem Leben und Heilung. Du glaubst daran, dass unsere Vergangenheit nicht unsere Zukunft bestimmen muss. Du glaubst daran, dass Wunder in unserem Leben passieren können, wo wir schon keine Hoffnung mehr haben. Und mit all dem kommen wir jetzt vor dich und bitten dich um deinen Segen. Amen.